So, da bin ich wieder. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich jetzt eine Weile offline spielen, aber irgendwie klappt das nicht mehr. Ich spiele dann 5 bis 10 Minuten, habe dann das Bedürfnis zu kommentieren, was ich gerade tue. Und meine Frau guckt dann ein wenig komisch, wenn ich sage, yay, ich habe eine neue Methode gefunden, Kaninchen zu töten. Zumal wir selber 2 Kaninchen haben. Also nehme ich einfach mal ein paar neue Folgen auf und ich denke mal, das wird euch auch freuen. Also, ich habe herausgefunden, dass diese Welt, die wir am Anfang haben mit diesen 3 Inseln, ist nicht der Standard. Da gibt es noch ganz andere Formate und meistens sind die wesentlich unangenehmer. Also bei uns war es ja richtig schön am Anfang. Wir hatten eine Insel, wo die Kaninchen waren, wo kaum Gegner waren. Dann war die nächste Insel mit den Schweinen. Da war dann weniger Gras, dafür andere Ressourcen und dann wurde es langsam gefährlich. Die ich jetzt so mal kurz angetestet habe, die waren total wüst. Da waren gleich am Anfang schon riesige Spinnenkolonien oder riesige laufende Augen und guck mal, was diesmal herauskommt. Ebenfalls habe ich herausgefunden, dass wenn man Make New World klickt, man nicht seinen Fortschritt verliert. Also die Forschungen sind immer noch da und auch die Charaktere, die man freigeschaltet hat. Das heißt, man müsste wahrscheinlich entweder in der Steam Cloud irgendwas ändern oder das Spiel deinstallieren, bin ich mir nicht sicher. Das heißt, wenn ich irgendwann mal eine richtige 2. Staffel anfange, also ganz von vorn mit allen Forschungen, dann muss ich da vorher ein bisschen dran rumtüfteln. Aber jetzt machen wir jetzt mal eine neue Welt. Zack. Ja, die momentane Welt wird gelöscht und alle Speicherstände werden aufgehoben. Ja. Inzwischen habe ich auch die da freigeschaltet. Willow. Sie hat als Spezialfähigkeiten keinen Bart wachsen, das wäre ein wenig komisch, sondern sie ist immun gegen Feuerschaden. Und wenn es dunkel ist, also richtig dunkel, mitten in der Nacht, dann macht sie Feuer. Also einfach da, wo sie gerade steht, macht ihr so ein kleines Feuer auf dem Boden. Wenn irgendwas Brennbares in der Nähe ist, brennt das natürlich auch gleich. Und man hat jede Menge Licht. Der Haken ist halt nur, da ich ganz gerne ein Lager aufbauen würde, wäre es ein wenig doof, wenn sie mitten im Lager dann Feuer legt. Aber ja, sie ist ein sehr guter Charakter, um recht schnell sehr viel Gebiet zu erkunden. Und ich habe das halt genutzt, um die nächsten Inseln mal anzuschauen. Jetzt will ich aber wieder unseren alten Gentleman nehmen, Wilson. Spielen. Also ja, ich bin völlig diesem Spiel verfallen. Ich versuche natürlich, dass die anderen Projekte nicht drunter leiden, aber momentan versuche ich ein wenig mehr auf das zu hören, was ich gerne machen will. Und ich denke, das wird auch einigermaßen klappen. Zumal ich in den nächsten Tagen einigermaßen viel frei habe. Also dürfte ich alles gut hochladen können. Einmal hier Don't Starve, aber auch Dwarf Fortress, X, DSA und vielleicht sogar 1, 2 Folgen Planescape Torment. Müssen wir mal gucken. Jetzt aber das Spiel. Flupp. Wieder der Mann im Anzug. Wer auch immer das ist. Ja, du siehst nicht so gut aus. Du solltest was zu essen finden, bevor die Nacht kommt. Mhm. So. Gleich neben unserem Spawnpunkt ein Spinnenei. Na gut. Erstmal die wichtigsten Sachen sammeln. Jede Menge Gras. Und ich werde dann einfach da, wo wir gerade sind, sobald wir die Ressourcen haben, ein so ein großes Lagerfeuer aufbauen. Denn ich weiß jetzt ja nicht, ob das Ganze wieder in Insel unterteilt ist. Und diese Lagerfeuer, also die großen Lagerfeuer, sind energieeffizienter. Also man verbraucht nicht ganz so viel Holz bzw. Gras. Stöckchen. Ich will mir gleich Hasen jagen. Ich will nicht wieder wie beim letzten Mal einfach verhungern. Das war doch ein wenig albern. Auch wenn ich den Verdacht habe, dass das gar nicht der Hunger war, der uns umgebracht hat. Auch wenn das kein sehr positiver Faktor ist. Aber es war ja mitten in der Nacht und es war stockduster. Ich glaube, da kam irgendein Getier angelaufen. Weil sonst, wenn man hungert, verliert man ja nur langsam Lebenspunkte. Und wir waren dann nach 1, 2 Sekunden tot. Das war schon komisch. Aber ja, auf jeden Fall darauf achten, immer gut zu essen dabei zu haben. Was aber leichter gesagt als getan ist. Denn wenn man das ganze Spiel kommentiert, ist das natürlich nicht so, als wenn man das selber spielen würde. Also die Male, die ich jetzt selber gespielt habe, waren eigentlich ziemlich langweilig. Weil ich halt sehr darauf achten konnte, was ich tat. Ich konnte immer im Inventar im Auge behalten. Da läuft dann halt nicht schief. Aber jetzt, wenn man sabbeln muss und nebenbei noch effektiv was machen will, dann klappt das meistens nicht. Aber naja, das kriegen wir auch noch hin. Erstmal choppen wir den hier um und danach schnappen wir uns das Kaninchen. Also, Wilson, Bau, Hase, Linie. Zack. Ah, das klappt doch super.
das mit den Karotten hinlegen. Soll wohl auch funktionieren. Aber ich habe bisher keine Antwort bekommen, ob die Karotten dadurch verbraucht werden oder nicht. Also irgendwann werde ich das mal testen. Aber momentan denke ich nicht, dass es besser ist als die momentane Taktik in dieser Linie. Und dann einfach chop chop. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da sind Beerenbüsche. Und Karotten, sehr schön. Und ein Hase. Du gehörst wohl zu dem Bau da hinten. Dum, 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 dum. So. Ich werde dich zerstören. So. Wie viel Fleisch haben wir jetzt schon? 2. Ah, das ist nicht viel. Wilsons Magen ist ziemlich groß. Ich hätte jetzt gerne noch einen Flint. Für die Pickaxe. Schön viel Gras mitnehmen für ein Lagerfeuer. Was ich auch noch gefunden habe, also auf unserer ersten Karte oder auf unserer ersten Welt gab es einen Bereich, wo die Wege sich gekreuzt haben, da lag Stroh auf dem Boden. Da habe ich dann ein wenig rumexperimentiert, ob man da vielleicht andere Sachen anbauen könnte und dann keinen Dünger braucht. Dem war leider nicht so, aber trotzdem finde ich das komisch, das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. PS anzünden konnte man es auch nicht. Das habe ich mit Willow auch mal ausprobiert. Apropos Dünger. Ich habe jetzt rausgefunden, wo der Dünger herkommt. Das war nicht von den Schweinemenschen, sondern von so einer Art Kuh oder Rind. Oder eher Yak. Die sind ziemlich behaart gewesen. Also ja, riesige Yaks, die ziemlich garstig werden können, wenn man mit einer Axt auf sie einschlägt. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Aber ja, die verfolgen einen über die ganze Karte. Und daran bin ich auch letztes Mal gestorben, als ich off-camera gespielt habe. Ich habe die einfach mal so angestupst, um zu gucken, was die so droppen. Also Fleisch oder Fell vielleicht. Aber der war ziemlich garstig. Dann dachte ich mir, okay, läufst du einfach weg. Aber der lief immer hinterher und der war ziemlich flott. Da hatte ich echt keinen Plan, was ich da hätte machen können. Aber naja, diesmal stupst mir einfach keine von denen an. Oh, und ich sehe da oben jede Menge Flint. Das ist doch schon mal sehr schön. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt gleich Halbzeit. Oder nee, jetzt schon Halbzeit. Nee. Okay, haben wir irgendwo Steine, die wir in der Nacht kloppen könnten? Na, bisher nicht. Ich laufe mal weiter in die Richtung hier. Nehme das noch mit. So. Erforscht habe ich übrigens inzwischen auch... Oh, sehr schön Steine. Erforscht habe ich inzwischen auch die Rüstung, die erste. Aber dafür brauchen wir Seile. 12 Steine, kriege ich das noch hin? Ja, das kriege ich hin. Also ja, für die Rüstung brauchen wir Seile und Holz. Das heißt, wir werden nächsten Tag ganz viel Gras pflücken gehen. Und ja, Seile kann ich inzwischen auch herstellen. So, ich brauche mehr Stein für ein großes Lagerfeuer. So, reicht das jetzt? Ne, 5 Stück noch. Ah, da unten ist noch ein Stein. Drücken wir die Daumen, dass das reicht. Aber ja, Steine. Da habe ich auch ein sehr interessantes Gebiet gefunden, wo wirklich überall Steine rumstanden. Das könnten wir jetzt echt gebrauchen, denn es fehlen immer noch 2. Ah, super, da. Und hier ist wieder so eine Hasenecke. Ist doch ein perfekter Lagerplatz. Weil ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob das eine Endlosressource ist oder nicht. Also die Hasenbauten. Wenn ja, dann sollten wir auf jeden Fall hier ein Basislager errichten. So, Nacht bricht gleich an. Sammeln wir ein wenig Gras. So, Stöckchen nehmen wir noch mit. Und in der Nacht verkochen wir dann unsere Beeren, unser Fleisch, die beiden Karotten und machen vielleicht 1-2 Seile. Dann müsste die Nacht auch schon wieder rum sein. So. Die letzten Lichtstrahlen noch schnell ausgenutzt. Sind ja auch immer so eine halbe Minute, Minute. Hab noch gar nicht geguckt, wie lang das wirklich ist, so ein Tag. Und die entsprechende Nacht. Aber ja, ich denke, eine Minute kommt hin, wenn nicht sogar noch mehr. Oh, da ist noch ein Flint. Den nehme ich auch noch ganz kurz mit. So, jetzt aber ganz schnell nach Hause. Zack, 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 zack. So, da ist unser Licht. Da schmeißen wir jetzt, okay, die 3 Holz rein.
2, 3. Und Karotte. 1, 2. Die werden auch gleich gegessen. Ich werde jetzt versuchen, jeden Abend darauf zu achten, dass wir alles essen, was wir haben, bis wir auf 99 kommen. Oder kurz davor, je nachdem, wie effektiv es ist. Weil ich will nicht wieder überrascht werden. Und so können wir auch mal testen, wie viel Nahrung er so an einem Tag verbraucht. Also wir haben jetzt Anbruch der richtigen Nacht und er ist voll. Mal gucken, wie das in der nächsten Nacht aussieht, wie viel Essen er dann noch hat. So, dieses Tong-Geräusch, was ich übrigens ab und an mal gehört hatte, wo ich nicht wusste, wo es herkommt, das sind, wenn neue Rezepte freigeschaltet werden. Also nicht, dass man sie benutzen kann, sondern dass man genug Ressourcen hat, um sie zu bauen. Das heißt, wir klicken aber jetzt mal auf das Seil. 1, 2, 3. Ich würde gerne den Locksuit bauen. Das ist diese Holzrüstung. Brauchen wir noch ein Seil und 8 Holz. Boah, das Holz haben wir schnell gebaut. Schnell abgebaut. Noch ein Seil. Sehr schön. Auch wenn wir jetzt in den ersten Folgen, denke ich mal, nicht unbedingt die Rüstung brauchen werden. Weil wir hier noch genug zu tun haben. Aber ja, später. So, mit der Schaufel buddel ich schon mal die Gräser aus. Nein, nicht ins Dunkel laufen. Schwupp, kommst mit. Die werde ich dann erstmal in eine Truhe später packen oder für weitere Forschungen missbrauchen. Also eine Truhe packen für eventuelle Gebiete später, wo gar kein Gras wächst. Dass wir dann da ein Basislager haben, wo es dann auch wächst. So, dich auch noch. So, haben wir noch irgendwas zu tun? Wir haben das Essen verkocht. Oh, nee, den haben wir nicht. 1, 2, die Samen. Ja, die können wir auch verkochen. Das Holz pflanze ich mal an, sonst haben wir gleich keinen Platz mehr im Inventar, wenn wir wieder losziehen. So. Flint haben wir jede Menge. Die Steine lasse ich mal hier. Und das gekochte Fleisch auch. So, wenn wir wenigstens ein bisschen Platz haben. Und ja, die Samen, die könnten wir natürlich auch gleich verkochen. Aber erstmal ist die Nacht gleich vorbei. Und ich hätte gerne ein paar Rohsamen zum Experimentieren mit den Vogelfallen. Die gibt es ja auch noch. Habe ich allerdings noch nicht freigeschaltet, das sieht man hier. Die brauchen 3 Stöcker und 4 Spinnenseide. So, was wollten wir jetzt? Wir wollten Holz hacken. Für die Holzrüstung. Chop, 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 chop. Die ersten Kaninchen kommen auch wieder aus ihren Bauten. Sehr schön. Auch wenn du in die falsche Richtung hoppelst. Oh, da ist noch einer. So, einmal rum. Hase baute Wilson. Ruf da. Zing. Hase baute Wilson. Zing. Der war schon fast drin. Aber ja, das läuft soweit echt gut mit dem Essen. Das habe ich letztes Mal auch gesagt. Aber diesmal halt jedes Mal, wenn es Abend wird, sofort essen. Ja, okay, das war auch ein bisschen zu viel verlangt. So, wir haben 3 Scheite. Wir brauchen 6 Scheite? 8 Scheite. Und wir brauchen eh noch Holz für die Nacht. Also, chop, chop, chop. So. Ne, der ist zu klein mit denen hier. Und da hinten versteckt sich noch ein Tannenzapfen. Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Außer, dass unsere Axt gerade kaputt gegangen ist. Das hier auf diesem dunklen Gras, hatte ich ja erwähnt, dass die Bäume teilweise verfallen. Das stimmt soweit auch, aber es wachsen genauso gut auch Bäume. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn zu viel Zeit vergeht, irgendwann hier alle Bäume verschwinden. Dem scheint nicht so zu sein. Eventuell vergehen die Bäume sogar auch auf dem grünen Gras, aber da bin ich mir nicht sicher, das habe ich noch nicht gesehen bisher. Das war jetzt zu knapp dran. Na gut, wir haben 9 Holz. Dann machen wir noch mal... Oh, der ist noch gar nicht freigeschaltet.